Janik und Nils von der Kreismusikschule für die eröffnenden Klänge, die ihr vor uns hattet. Und wir werden 100, oder wir sind 100 geworden, meine Damen und Herren, und sehen noch so gut aus und leben noch. Auch von mir natürlich an alle einen wunderschönen guten Abend. Toll, so eine Runde hier zu sehen. Und dann lege ich auch gleich mal durch. Los. Sehr geehrter Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wintersportfreunde. In diesem Jahr feiert der Wintersportverein 1923 Bad Freimalle e.V. 100 Jahre organisierten Wintersport in der ältesten Kurstadt der Mark Brandenburg. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Festveranstaltung ganz besonders. Den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dr. Dietmar Woidke. Den Bürgermeister der Stadt Bad Freimalde, Ralf Lehmann, herzlich willkommen. Den Präsidenten des Deutschen Skiverbandes, Dr. Franz Steinle. Als Vertreter haben wir vom Polnischen Skiverband einen guten Freund, Krzysztof Karolak. Herzlich willkommen. Weiterhin begrüße ich den Referatsleiter der internationalen Sportbeziehungen und Sportförderung im Auswärtigen Amt, Michael Lauer. Den Präsidenten des Sportbundes, des Landessportbundes Brandenburg, Wolfgang Neubert. Den Präsidenten des Landesskiverbandes Brandenburg, Robert Busch. Den geschäftsführenden Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Ludger Westkamp. Den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Märkisch-Oderland, Uwe Schumacher. Den sportlichen Leiter Skisprung Nordische Kombination des Deutschen Skiverbandes, Sepp Buchner. Den Geschäftsführer von Flüge.de, Schorsch Reichert. Und natürlich die Legenden des Wintersports. Alle mehrfach Olympiasieger, Weltmeister, unsere Freunde, Dr. Helmut Recknagel. Ulrich Behling. Das probieren wir später. Okay, dann machen wir es so. Dann geht es weiter mit der Bundestagsabgeordneten Simona Koss. Herzlich willkommen. Und Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport, Christi Auslin. Die Ehrenmitglieder des WSV sowie alle anderen nicht genannten Mitglieder, Unterstützer, Sponsoren und Freunde des Wintersportvereins 1923 Bad Freimalde e.V. Ja, liebe Sportfreunde, in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden in vielen Orten Deutschlands Wintersportvereine gegründet. Der Trend, Wintersport zu treiben, war sehr groß. Auch bei uns im Bad Freimalde, in der durch die Eiszeit geprägten Landschaft, gab es alles, was man für den Wintersport brauchte. Berge, Täler, kalte Winter und viel Schnee. So fanden sich einige wintersportbegeisterte Bürger, vor allem aber Finanzbeamte und Unternehmer der Kurstadt Bad Freimalde, an der am 31.01.1923 in der Gaststätte Dressel zusammen und gründeten den Wintersportverein Freienwalde an der Oder. Der erste Höhepunkt des damals jungen Vereins war der Wintersporttag 1924 mit über 2000 aktiven Wintersportlern, die sich an den verschiedenen Wettbewerben beteiligten. Mit Sonderzügen, Bussen und zu Fuß kamen ca. 10.000 Gäste in die Kurstadt. Für damals 77 Gaststätten, Pensionen und Hotels ein vorzügliches Geschäft. An diesem Tage fand im Papengrund auch das erste Skispringen statt. Am 23.08.1924 verfasste der damalige erste Vorsitzende des Vereins, Ewald Jowatsch, fasste wie folgt zusammen, Zitat: Ein Skispringen wurde an einem Vortag in aller Eile vom Freimaller Skibad gebauten Sprunghügel in den heiligen Hallen vorgeführt. Trotz der ungünstigen Lage, die weite Sprünge von vornherein ausschloss, konnte doch ein schöner gestandener Sprung von 10 Metern verzeichnet werden. Ausgeführt von Leipold,
Skiclub Mittelmark Berlin. Zu einem Schauspringen hat der Hügel seinen Zweck voll auf genügt und es verdient, in der Zweimaler Geschichte festgehalten zu werden, dass hier der erste Sprunghügel der Mark gestanden hat. Hoffen wir, dass der nächste Winter ebenso schneereich ist, dann wird, falls der Wintersportverein bei den Behörden die nötige Unterstützung erhält, ein besserer Sprunghügel entstehen, auf dem sich dann die Springer der Mark für ihre Wettbewerbe im Gebirge einspringen können. Nun inzwischen steht im Bad Freimaller Pappenhund, auch mit Unterstützung der Behörden an dieser Stelle, wirklich herzlichen Dank, mit der Sparkassen-Ski-Arena und den vier Schanzen eine der modernsten Nachwuchs-Sprunganlagen Deutschlands. Und die Bad Freimaller Skispringerinnen und Skispringer springen sich nicht nur ein für die Wettkämpfe im Gebirge, sie springen auch vorne mit im internationalen Nachwuchs-Spezialsprunggeschehen und in der Nordischen Kombination. Ich könnte noch viele Episoden der vergangenen 100 Jahre erzählen, doch dafür ist heute die Zeit einfach zu kurz. Wir haben versucht, die Geschichte in einer kleinen Chronik niederzuschreiben, die wir heute am Eingang ausgelegt haben. Bestimmt haben wir viel vergessen oder so manches Bild hätte anders sein oder besser. Es war nicht immer leicht, das Beste auszuwählen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich für die Arbeit bedanken, die das meiste damit zu tun hatten. Das waren Günter Lübecke und Günter Grützner hier im Hintergrund. Also die Broschüre umfasst 140 Seiten und das in dieser Zeit zu realisieren und auch auf den Punkt zu bringen, alle Achtung. Bedanken möchte ich mich auch im Namen des Wintersportvereins bei Dr. Dietmar Woidke, Dr. Franz Steinle, Adam Malisch, Wolfgang Neubert und Ralf Lehmann für die einführende Grußworte zu dieser Chronik. Ich bitte jetzt unser Vereinsmitglied Karl-Heinz Wendorf nach vorn, um gemeinsam mit uns die Vereinshymne, wir haben nämlich eine, im Pappenhund zu singen. Karl-Heinz, alias Karl von Waldi. Da wackelt so mancher Baum. Im Pappenrund, da geht's heut rund, wenn wir auf die Pauke hauen. Lange, da war's mächtig still hier, im Pappenrund war nicht viel los. Da zwitscherten leis nur die Vögel, die Schanze versteckt unter Moos. Jetzt schreien hier kräftig die Adler beim Fliegen hinab in den Grund. Ein Lied bringt sie sicher ins Tal rein, lasst singen uns im weiten Rund. Im Pappenrund, da geht's heut rund, da wackelt so mancher Baum. Im Pappenrund, da geht's heut rund, wenn wir auf die Pauke hauen. Wir rufen sie, soweit es geht, den jungen Adler zu und klatschen mit den Händen laut und stampfen dazu mit dem Schuh. Im Osten geschehen noch Wunder, ein großes, das ist hier geboren. Editha reicht rüber ne Molle, dazu noch nen Pappengrundkorn. Der original Thüringer Bratwurst aus Oberweißbach, lecker gesund. So frisch gestärkt klatscht sich noch besser, lasst singen uns im weiten Rund. Im Pappenrund, da geht's heut rund, da wackelt so mancher Baum. Im Pappenrund, da geht's heut rund, wenn wir auf die Pauke hauen. Wir rufen sie, soweit es geht, den jungen Adler zu und klatschen mit den Händen laut und stampfen dazu mit dem Schuh. Im Pappenrund, da geht's heut rund, da wackelt so mancher Baum.
im Bad im Grund, da geht's heut rund, wenn wir auf die Pauke hauen. Im Bad im Grund, da geht's heut rund, da wackelt so mancher Baum. Im Bad im Grund, da geht's heut rund, wenn wir auf die Pauke hauen. Zeit zu verlieren, ich möchte den ersten Redner des heutigen Abends um seine Grußadresse bitten, und das ist natürlich unser Landesvater, Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg. Herr Woidke, hier. Ja, lieber Dieter Bosse, lieber Günther Lüdecke, verehrter Dr. Steinle, sehr geehrter Herr Buchner, sehr geehrter Ulrich Wehling, lieber Helmut Recknagel, liebe Präsidenten, lieber Wolfgang Neubert, lieber Robert Busch, lieber Ludger Westkamp, verehrte Bundestagsabgeordnete, liebe Simona Kroos und verehrte Landtagsabgeordnete, liebe Christi Augustin, liebe Vereinsmitglieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, Freunde des Vereins und Gäste. Ich hoffe jetzt, ich habe niemand vergessen. Alle anderen fühlen sich hoffentlich mitbegrüßt, aber einen sehe ich gerade noch, den muss ich noch begrüßen unbedingt, der war mir gar nicht angekündigt, und das ist Günter Fritsch. Lieber Günter, auch dir einen ganz, ganz herzlichen Gruß. Als wir haben vorhin schon ein bisschen geflaxt, das ist mit bei dir wie mit dem Terrarium, so viele Echsen, Ex-Minister, Ex-Präsident, Ex-Angelpräsident und so weiter und so fort, aber du bist und bleibst immer unser Günter Fritsch, und dafür bin ich dir wahnsinnig dankbar. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer hat es nicht schon als Kind geträumt, mal zu fliegen? Ich stand dann irgendwann mal bei uns zum Entsetzen meiner Eltern und meines Opas, der mich da als Erster entdeckt hatte, so auf dem Heuboden in der Scheune, und hatte in Regenschirm in der Hand, das sah so aus wie Arthur der Engel, die Älteren erinnern sich vielleicht daran. Ich bin Gott sei Dank, weil unten gut gepolstert war mit Heu und Stroh, nicht zu Schaden gekommen, aber so habe ich versucht, diesen Traum von Fliegen irgendwann mal nachzuvollziehen. Und ich glaube, so wie mir, vielleicht nicht so gefährlich, aber ging es doch vielen. Und hoch aufzusteigen, in ungeahnte Weiten zu sehen, die Welt von oben zu sehen, ein Stückchen auch über den Dingen zu schweben, das klingt nach Abenteuer und das klingt auch nach Freiheit. Wie wir alle aber wissen, ist das, so wie es bei mir damals in der Scheune war, mit dem Fliegen und dem Menschen und der Schwerkraft so eine Sache. Man kriegt es hin, aber man muss schon ein bisschen Ahnung davon haben. Die immer gegenwärtige Schwerkraft und der natürliche Körperbau wirken grundsätzlich nicht nur förderlich für solche Vorhaben. Mit zwei Skiern unter den Füßen zu gleiten, zum Sprung anzusetzen und schließlich zum Flug abzuheben, wenigstens für ein paar Sekunden des freien Fluges, das ist ein großes Glück und es erfordert auch großen Mut. Brandenburg ist zwar meist nicht der erste Ort, an den Wintersportfans denken, wenn es um Absprünge oder um Pistenrekorde geht. Dabei haben wir aber in brandenburgischer Demut, um brandenburgischer Demut zu sprechen, dabei haben wir aber genau hier in Bad Freienwalde unser märkisches St. Moritz. Lieber Dieter Bosse, lieber Dieter Bosse, lieber Günter Lüdecke, liebe Mitglieder des Vereins, ich kann Ihnen nur ganz, ganz herzlich gratulieren zum 100-jährigen Jubiläum des Wintersportvereins 1923 Bad Freienwalde. Aus 100 Jahren
erfolgreicher Vereinsgeschichte können Sie viel besser erzählen als ich. Dazu haben Sie auch in liebevoller Detailarbeit eine sehr, sehr schöne Chronik, ich durfte schon ein bisschen reingucken, zusammengetragen, die ich glaube, die nochmal die Geschichte auch dieses Vereins sehr lebendig macht. Was ich persönlich aber aus diesen 100 Jahren ganz besonders bemerkenswert finde, so wie die erste Schanze und der erste märkische Wintersporttag in Eigenregie, ich glaube das war 1924, von Bürgerinnen und Bürgern aus der Taufe gehoben wurde, so wurde der Papengrund nach den DDR-Jahren auch dank einer Bürgerinitiative aus dem Winterschlaf geweckt. Und es ist auch nicht übertrieben zu sagen, dass Brandenburg seinen Landesstützpunkt, lieber Bürgermeister, lieber Ralf Lehmann, den engagierten und wintersportverrückten Bad Freienwalder Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken hat. Für dieses großartige Engagement, für diese großartige Leidenschaft, für die Sache und die Entschlossenheit danke ich von ganzem Herzen allen, die den Wintersportverein 1923 Bad Freienwalde wiederbelebt und zu einer starken und stabilen Gemeinschaft gemacht haben. Ich bin sicher, dass Sie mit Ihrer Zielstrebigkeit und dem uns eigenen Schuss märkischen Pragmatismus auch Berge nach Bad Freienwalde versetzen würden, wären Sie nicht ohnehin schon hier. Berge versetzen muss man aber manchmal auch, um einen Verein gut und erfolgreich zu führen. Und einen Verein zu führen, einen Verein erfolgreich zu machen, ist immer das Werk von vielen Menschen. Und doch gibt es immer ganz besondere Menschen, auch in Vereinen, Menschen, die Vereine prägen, Menschen, die mit ihrem Engagement Vereine voranbringen und zusammenhalten. Und hier im Raum gibt es so ein ganz besonderes Gesicht, mindestens eins, aber das eine, das ich meine, hütet seit über 20 Jahren die Schätze des Vereins und mehrt dabei die Gewinne und ist selbst einer der größten Gewinne für den WSV 1923. Lieber Günther Lüdecke, ich hatte erst im November die große Freude und die große Ehre, deinen unermüdlichen Einsatz für den brandenburgischen Wintersport mit der Verleihung unseres brandenburgischen Landesverdienstordens zu würdigen. Doch ich möchte, auch hier die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, dir noch einmal hier sozusagen am Ort des Geschehens und vor allem vor deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern ganz, ganz herzlich für deine Leistung für den Verein, für deine Leistung für den Wintersport in Brandenburg und für dein großartiges Engagement zu danken. Herzlichen Dank an dich, du bist unersetzbar für die Brandenburger Sportlandschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schon beim Blick auf die heutige Gästeliste und in viele bekannte Gesichter ist klar, dass die Vereinsmitglieder den Wintersport nicht allein mit Leidenschaft und Herzblut, sondern eben auch sehr professionell und erfolgreich fördern. Nicht wenige große Namen waren in der langen Vereinsgeschichte hier in Bad Freienwalde zu Gast, haben hier trainiert und haben Rekorde gebrochen. So manch bekanntes Gesicht ist hier in eine große Karriere gesprungen. Zurzeit machen besonders Max Unglaube, Moritz Theray, Alvine Holz und Florian Fechner von sich reden. Und sie lassen als Botschafterinnen und Botschafter der Stadt Bad Freienwalde uns ganz Brandenburgs aufhorchen. Ich bin mir sicher, es werden noch viele erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler folgen. Und es freut mich ganz besonders, dass insbesondere Kinder und Jugendliche am Papengrund Skifahren, springen und ein Stück weit auch hier das Fliegen lernen. Der Sport verleiht hier im wahrsten Sinne des Wortes Flügel. Sport stärkt das Selbstbewusstsein, stärkt die Disziplin
die Verantwortungsbereitschaft und dem Teamgeist. Sport ist die Basis einer starken Gemeinschaft. Dieser Einsatz von, für und mit jungen Menschen ist herausragend. Was hier der Verein leistet, ist so toll, dass man es kaum in Worte fassen kann. Das Engagement in Bad Freienwalde ist nicht nur sehr, sehr gut, es ist auch grenzenlos und zeigt vor allen Dingen auch die gute Partnerschaft mit Vereinen aus Polen. Serdeczny Witamy, liebe Freunde aus der Republik Polen. Alle angereisten Gäste grüße ich an dieser Stelle nochmals ganz, ganz herzlich. Die Verbindung zu Polen bedeutet nicht nur enge Zusammenarbeit und guten Austausch, die bedeutet vor allen Dingen gelebte Freundschaft. Herzlichen Dank auch dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sport verbindet. Sport ist in Bad Freienwalde nicht ganz einfach ein griffiger Slogan, sondern das Sport verbindet ist hier Alltag. Für die nächsten 100 Jahre und noch weit darüber hinaus wünsche ich den Bad Freienwalder Wintersportfans alles, alles Gute, freundschaftliche Begegnungen, viele packende Wettkämpfe und natürlich auch viele große sportliche Erfolge. Herzlichen Dank, Ski Heil, alles Gute, danke. Als nächsten Redner den sportlichen Leiter Skisprung und Nordische Kombination des Deutschen Skiverbandes, Sepp Buchner. Lieber Ministerpräsident, liebe Damen und Herren, liebe Ehrengäste und vor allem liebe Vertreter des Wintersportvereins 1923 Bad Freienwalde. Im Namen des Deutschen Skiverbandes möchte ich Ihnen die herzlichen Glückwünsche übermitteln für 100 Jahre Vereinsbestehen, also ein großes, großes Dankeschön und einen großen Glückwunsch an den WSV 1923 Bad Freienwalde. In meiner Funktion als Sportdirektor Skisprungkombination ist es nicht immer die Aufgabe, 100 Jahre nach hinten zu schauen, sondern eher die Aufgabe, nach vorne zu blicken. Was erwarten uns für Herausforderungen? Welche Maßnahmen sind zu ergreifen, um weiterhin Weltspitzenleistungen abrufen zu können? Aber heute, dieser Tag, dieses 100-jährige Jubiläum, macht es mich schon stolz, auch in die Vergangenheit zu blicken. 100 Jahre werde ich nicht nach hinten blicken, aber ich werde in diese Phase blicken, was die Verantwortlichen, die auch hier schon genannt worden sind, und da möchte ich ganz besonders betonen, den Herrn Dieter Bosse und den Herrn Günther Lüdecke, die sicher die letzten Jahre, Jahrzehnte unglaubliche Arbeit vollbracht haben und diesen Verein dazu gemacht haben, wo wir jetzt sind. Ein Sprungstadion zu bauen aus einer Region, und da darf man es mir nicht übel nehmen, sondern das nehme ich eher als das Positive, die geografisch nördlichste Skisprung oder das geografisch nördlichste Skisprungzentrum zu entwickeln, zu bauen, entstehen zu lassen, das erfordert Pionierarbeit. Das erfordert wirklich Skisprung-Pionierarbeit, und das ist ein Produkt, und ich vergleiche es, das Skispringen, wenn man das im Fernsehen sieht, meint man, das ist eine Individualsportart. Und da springt nur der eine runter. Nein, es gehört ein Team dahinter. Es gehört eigentlich ein größeres Team dahinter, als der eine Springer, der da runterspringt. Und genau dieses Team kann man sehr gut in diesem Verein WSV 1923 Bad Freienwalde erkennen. Es ist ein Team, es ist nicht ein Produkt des Einzelnen, sondern da gehört die Landespolitik dazu, da gehört
die Kommunalpolitik dazu, da gehört der Landkreis dazu und da gehören vor allem ihr, die ihr hier sitzt, dazu, um das entstehen zu lassen, wo wir aktuell sind. Und wo sind wir? Wir haben hier ein Sportzentrum, ein Trainingszentrum auf modernster Ebene, auf dem Stand des internationalen Spitzensportes, wo, und das kann ich mit gutem Gewissen sagen als Sportdirektor, wirklich tolle Nachwuchsarbeit möglich ist und auch tolle Nachwuchsarbeit gemacht wird. Wie gesagt, es ist ein Team. Man braucht Herzblut, um dieses Leben zu lernen, oder um dieses Produkt entstehen zu lassen zu können. Es entstehen Wintersporttage, es entstehen Wettkämpfe. Der Deutsche Skiverband hat das Vertrauen in diese Region, in dieses Zentrum, dass wir Elite-Camps, Auswahlcamps durchgeführt haben. Zukünftig Training-Camps. Wir sind mit dem internationalen Skiverband in Kontakt. Hier vielleicht kleinrangige FIS-Schüler-Grand Prix hierher zu holen, um der Welt zu zeigen, wie, und da wir auch wieder nicht beleidigt sein, sportverrückt diese Region ist. Wie sportverrückt ihr die Beteiligten dieses Vereins sind. Blickt man aber nach vorne und dann beschreitet man wieder Pionierarbeit. Ich denke, dass jedem die Klimasituation und die ganzen Diskussionen, die wir aktuell führen dürfen, bewusst sind. Aber auch diese Region hat schon vor Jahren erkannt ihre Stärken. Und ihre Stärken sind nicht, beziehungsweise die Stärken und Schwächen, das ist ja eine Stärke zu erkennen, was meine Schwäche sind. Und die Schwäche ist, dass wir einfach hier die Schneesituation nicht immer einschätzen können. Und aus dieser Situation hat der Skiclub eine Stärke gemacht. Man hat sich auf den Ganzjahresbetrieb umgesattelt und entwickelt. Und auch da kann ich Ihnen sagen, da schauen schon jetzt viele, viele Zentren wie Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Berchtesgaden neidisch in diese Region, wo hier das ganze Jahr auch ohne Schnee unser Sport möglich ist. Deswegen wird es mir nicht bange, wenn man mich immer fragt, habt ihr denn Angst um den Skisprungnachwuchs? Habt ihr denn Angst um den nordischen Kombinationsnachwuchs? Nein, habe ich nicht. Weil wir haben solche Vereine wie der WSV 1923 Bad Freienwalde, die genau auf diese Herausforderung die richtige Antwort haben. Um auch ein Zeichen zu setzen des Vertrauens und vielleicht auch ein gewisses Zeichen der Nachwuchsarbeit zu respektieren und voranzutreiben, habe ich was mitgebracht. Ich habe einen Sprunganzug mitgebracht. Das ist ein originaler Sprunganzug, wie der zurzeit im Weltcup gesprungen wird. Man redet immer von Nachhaltigkeit. Auch der Deutsche Skiverband hat sich der Nachhaltigkeit an die Hutschnur geheftet. Und wir wollen zukünftig, oder wir machen schon zukünftig, alle Weltcup-Anzüge, die ein Eisenbichler, ein Geiger im Weltcup springen, die werden wir wieder zurückholen. Und aus diesen Anzügen machen wir Kinderanzüge. Und aus so einem Anzug habe ich jetzt dabei. Und natürlich möchte ich, und da möchte ich ein großes Dankeschön auch an den ortsansässigen Cheftrainer mit dem Stefan Wiedmann, ihn bitten, dass er mir dann zeitnah die genauen Größen für seine zukünftigen Weltklasseathleten gibt. Und dann kann er, ich hole ihn mal. Dann kommst du mal bitte. Stefan, du sagst mir, wie viele Anzüge bzw. wie groß deine Athleten sind, und das ist ein original Weltcup-Anzug, aus dem machen wir dann die Anzüge für deine Trainingsgruppe, dass sie die Fußstapfen von einem Geiger, von einem Ritschek oder auch von einem Eisenbichler treten können.
Ja, abschließend, wenn man einen Wunsch hat, und den Wunsch habe ich, würde ich mir viele Vereine wünschen, wie diesen Wintersportverein 1923 Bad Freienwalde. Und wenn ich mir noch was wünschen darf, und das spreche ich für den gesamten Deutschen Skiverband, für alle Sparten, dann wünsche ich mir auch weiterhin dieses Team so an Bord, stärkt diesen Verein den Rücken, helft den Verein. Auch da werden viele, viele Maßnahmen notwendig sein, um diese Sportstätte, um dieses Training, um diese Kinderbegeisterung am Leben zu erhalten und weiterführen zu können. Und dieses Vertrauen, das auch diese Region uns gegenüber gibt, weiterhin so zu steuern. Einen großen Wunsch hätte ich, dass wir weiterhin an der Seite dieses tollen Vereins sind. Ich wünsche Ihnen nochmal alles erdenklich Gute für die nächsten 100 Jahre und bedanke mich für die tolle Unterstützung und für die tolle Zusammenarbeit und wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Że mogę tutaj być z Państwem razem na tym wspaniałym jubileuszu stulecia klubu sportowego Wintersport Verein 1900 23. Bad Freienwalde, genau. Ich bin geehrt, hier Gast zu sein für Wintersportverein und dieses wunderbare Jubiläum, 100-jährige Jubiläum Wintersportverein Bad Freienwalde. Kiedy otrzymałem zaproszenie na tą wspaniałą uroczystość, na tą galę dzisiejszą, natychmiast sobie wpisałem w kalendarzu ten dzień 18 stycznia, godzina 18 i z niecierpliwością czekałem na ten dzień. An den Tag, wo ich die Einladung bekommen habe, habe ich gleich den Kalender eingetragen. Und ich konnte den Tag kaum erwarten. I praktycznie każdego dnia wspominałem różne historie, różne wspólne przedsięwzięcia, wspólne obozy sportowe dla młodzieży, zawody sportowe, wyjazdy i... Bis heutigen Tag habe ich Erinnerung gehabt an gemeinsame Ausflüge, sportliche Aktivitäten, Meisterschaften. Było ich naprawdę dużo. Najczęściej wspólnie wyjeżdżaliśmy w polskie góry do Wisły, w Beskidach, do viele, viele Ausflüge, hauptsächlich in Gebirge, Wisła, Szczyrk, Zakopane, Goleszów i wiele innych miejscowości w polskich górach. Und viele, viele andere Ortschaften im polnischen Gebirge. Ale także pamiętam i niemieckie obozy w niemieckich górach, także Wernigerode, Oberhof, Schmalkalden i wiele, wiele innych wspólnych wyjazdów. Bardzo miło, zawsze wracam pamięcią do tych wspólnych wyjazdów. Ich erinnere mich sehr gerne an die gemeinsame Ausflüge auch in Deutschland. A dziś chciałbym, reprezentując nie tylko tą naszą wspólną, wspólne dzieło, które trwało przez kilka lat, 7 lat, Wintersportverein i klub sportowy Zieloni, Zielin, to chciałbym dzisiaj jeszcze reprezentując inne polskie organizacje przekazać tutaj dla Państwa życzenia i gratulacje z okazji wspaniałego jubileuszu. Ich möchte jetzt nicht nur in meinem Namen, aber auch im Namen anderer Vereine und Organisationen, die mit Wintersport sich befassen, übermitteln die Wortgrüße. I pierwsze pozdrowienia, które otrzymałem z prośbą o przekazanie. Bardzo miło, jestem zaszczycony, że mogę te pozdrowienia, te życzenia przekazać w imieniu dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku w polskich Beskidach. Im Namen der polnischen Direktorin Wintersportschule aus Szczyrk. Ponieważ te życzenia są w języku niemieckim, ja pozwolę sobie, żeby było bardziej
Worte von Jaroslav Konjunt. Wintersportverein 1923 Bad Freienwalde. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums gratulieren und wünschen wir Ihnen für die kommenden Jahre viele sportliche Erfolge. Direktor Jaroslav Konjunt. Przekazał w niedzielę ostatnią Zakopanem podczas Pucharu Świata właśnie te gratulacje, te pozdrowienia dla Państwa. Am Sonntag hat Ski, also Weltmeisterschaften haben stattgefunden und vor Ort hat er gleich Zakopanem hat es überreicht. Die Grüße. Serdecznie Państwa pozdrawia Pan Dyrektor i przeprasza, że nie mógł być osobiście, ale jutro rozpoczynają się kolejne zawody, kolejna edycja cyklu, dawniej Lotos Cup się nazywał taki cykl zawodów, a teraz Orlen Cup od tego roku. Dla młodych skoczków, następców Adama Małysza, następców Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Jaroslav Konjunt entschuldigt, dass er heute vor Ort nicht sein konnte, aber die Pflichten und die Jugend ist wichtig. Morgen findet statt Wettkämpfe, Juniorenwettkämpfe und deswegen konnte er nicht vorbeikommen. Przekażę za chwileczkę panu prezesowi Dieterowi te gratulacje i życzenia, ale mam ich jeszcze nieco więcej, więc wszystkie razem, jeśli pan prezes pozwoli. Wenn Sie erlauben, denn wir gehen rein nach. Das sind mehrere Grüße und Geschenke von den polnischen Gästen und dann es überreichen wir. Kolejne życzenia i gratulacje są z Polskiego Związku Narciarskiego z Beskidów. To jest Okręgowy Związek Narciarski Śląsko-Beskidzki, Związek Narciarski z siedzibą w Wiśle. I poproszę panią Violetę o odczytanie. Klub sportowy Wisła i Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski Wisła. Also das regionale Skiverband, genau. Regionale Skiverband und Sportklub Wisła. Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem 100-jährigen Jubiläum. Wir wünschen euch, unsere Freunde, viel, viel Erfolg im Sport, aber auch im Organisieren. Und wir hoffen auf die Zusammenarbeit, die schon seit 21 Jahren besteht. Tutaj nie sposób odnieść się, mówiąc o Wiśle, do pierwszego naszego wspólnego wyjazdu do Wisły zielonym mikrobusem, gdzie pojechaliśmy do Wisły, skąd przywieźliśmy trochę sprzętu sportowego, kilka kombinezonów. Klub sportowy Bad Freienwalde po reaktywacji mógł funkcjonować. Hier muss ich noch mal ganz kurze Geschichte erwähnen und wir haben in Wisła nach Neuentstehung der Wintersportvereins mitgebracht aus Ausrüstung für die jungen Leute, die Bad Freienwalde trainieren wollten. Trzeba powiedzieć, że te kombinezony narciarskie to one były już takie trochę wysłużone. Niektóre miały na pupach łaty takie ponaszywane na kolanach. Ja, das war keine neue Ausrüstung. Viele hatten noch Löcher, die waren zugänglich. Das war nicht so ganz das Tollste, aber hat es Zweck erfüllt. Jest mi niezmiernie miło, że mogę jeszcze jedne życzenia i gratulacje przekazać w imieniu klubu sportowego LKS Klinczok Bystra, który niedawno obchodził, dwa miesiące temu, podobny jubileusz. Z tego klubu sportowego pochodzą tacy skoczkowie narciarscy, którzy w Pucharach Świata już skaczą regularnie, to jest... Ich muss kurz unterbrechen, sonst vergesse ich das, was du ja machst. Jetzt eine Grüße kommt von Klimczok Bystra. Klimczok Bystra, ein Sportverein, Wintersportverein. Und die
Ja. 100 Jahresbestehen haben Sie auch. A ci skoczkowie, których znamy, kto się interesuje skokami narciarskimi, to na pewno zna takie nazwiska jak? Diejenigen, die Wintersport, also Skispringen lieben, dann kennen sie bestimmt diesen Namen, die dort trainiert haben. Jakub Wolny. Jakub Wolny. I Jasiek, czyli Jan Habdas. Jan Habdas. Pierwsze punkty Pucharu Świata w Zakopanem 4 dni temu, 21 miejsce. 21. Platz, 4 Tage. Also 4 Tage hier war das gewesen in Zakopane. Und erst einmal hat er gesprochen. In Meisterschaften hat teilgenommen. Dankeschön. Noch eine. Darf ich ganz kurz vorlesen? Bitte. Genau, die schöne Grüße von Klimczuk Bystra. Wintersportverein Bad Freienwalde. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums gratulieren und wünschen wir Ihnen für die kommenden Jahre viel sportliche und organisatorische Erfolge. Klub sportowy Wisła przekazał tutaj także taką pamiątkową plastrą, numer startowy. Sportklub Wisła, T-shirt, also Stadt T-shirt. Tak, warto zauważyć, że żółty, czyli lidera. Polscy skoczkowie z National Polnische Mannschaft, ja? Und die Nationalmannschaft, Polnische Nationalmannschaft hat autogram. Aber noch. Meisterschaft von Zakopane 1962, Helmut Recknagel auch Unterschied. Ja, okay. Dziękuję bardzo. Noch Kamil Stoch, aber später ich abspreche. Ja, persönliche Kalender von Kamil Stoch mit Unterschrift noch dazu. So, der nächste Redner ist bitte, den ich nach vorne bitte, den Präsidenten des Landessportbundes, Wolfgang Neubert. Sehr geehrter Ministerpräsident, geehrte Gäste, lieber Dieter Bosse. Zunächst einmal wünsche ich uns allen ein Jahr 2023 voller Gesundheit, Zufriedenheit und Glück. Uns allen, die wir am Sport mit ganzem Herzen hängen, wünsche ich zudem weiterhin viel Erfolg, sowie auch in Zukunft so zahlreiche, engagierte und tatkräftige Ehrenamtliche, Aktive und Partner wie bisher. Denn nur sie sind der Grund und die Basis für die bisher so erfolgreiche Entwicklung unseres Sportlandes Brandenburg. Und wenn es dafür noch eines leuchtenden Beispiels bedürfen würde, würden wir sicher schnell auf diesen besonderen Verein kommen, auf ihren WSV 1923 Bad Freienwalde. Sie und Ihr Verein haben in den zurückliegenden 100 Jahren besonders eindrucksvoll aufgezeigt, was unsere brandenburgischen Sportlerinnen und Sportler und Ehrenamtlichen mit ihrem besonderen Ideenreichtum, ihrer absoluten Leidenschaft und mit ganz viel Fleiß zu leisten imstande sind. So gab es im Gründungsjahr 1923 sicherlich nicht wenige, die dem neuen Verein skeptisch gegenüberstanden. Ihn ein Jahr später vielleicht sogar ob der neu gebauten Skisprungschanze so weit im Norden Deutschlands belächelten. Doch sie sollten alle eines Besseren belehrt werden. Genauso wie jene, die um die Jahrtausendwende die Wiederauferstehung des Vereins eher als Scherz ansahen, denn als sportliche Herausforderung. Doch das engagierte Team und die Initiatoren Dieter Bosse und Günter Lüdecke glaubte an seine Idee und setzte sie gegen alle Widerstände hinweg schnell in die Tat um. Und so flogen im Winter 2001 gut 60 Jahre
nachdem bis dato letzte Skispringer in Bad Freienwalde wieder Athleten vom Schanzentisch im Papengrund. Was für ein herausragender Erfolg für den WSV, was für ein besonderer Sprung auch für das gesamte Sportland Brandenburg. Mit einem perfekten Telemark landete der WSV und vor allem auch seine Aktiven in der deutschen und internationalen Wintersportlandschaft und im Herzen des Brandenburger Sports. Skisprunggrößen wie Karl Geiger und Markus Eisenbichler sind hier schon abgehoben. Legenden wie Helmut Recknagel waren hier zu Gast und wurden auch in der Namensgebung der Schanze verewigt. Was aber aus Brandenburger Sicht noch schöner ist, zahlreiche Nachwuchsspringerinnen und Springer, das wurde schon vorhin gesagt, aus dem Verein sind aufgrund ihrer herausragenden Leistung seitdem an die deutschen Bundesleistungszentren delegiert worden. Und noch mehr Aktive haben hier im Papengrund ihre sportliche Heimat gefunden. Damit haben Sie, liebe WSVler, unser Sportland um eine Attraktion reicher gemacht und auch dem Wintersport im märkischen Flachland eine Heimstatt gegeben. Sie und Ihre Vorgänger haben sie im Laufe der zurückliegenden 100 Jahre trotz aller politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen behauptet, haben einen Großteil ihrer Freizeit geopfert, um Tausenden von Menschen hier in der Region die pure Lust am Sport zu ermöglichen. Freunden, Nachbarn, Bekannten, Verwandten, Alteingesessenen und auch Zugezogenen. 100 Jahre WSV 1923. Das ist eine großartige Leistung über Generationen, Systeme und Gesellschaften hinweg, die man gar nicht hoch genug schätzen kann. Und wenn ich an all die vielen kleinen und großen Sportlerinnen und Sportler denke, die im Laufe eines ganzen Jahrhunderts diese Liebe ausleben konnten, kann ich Ihnen mit aller Überzeugung versichern, all der Einsatz, all das Herzblut haben sich mehr als gelohnt. Ich danke Ihnen und Ihren Vorgängern im Namen des Sportlandes Brandenburg für all das, was Sie in den ersten 100 Jahren des Vereins erreicht haben. Und ich gratuliere Ihnen zu den bisherigen 100 Jahren sportlicher Begeisterung und wünsche Ihnen ebenso viel Erfolg für die kommenden 100. Denn eines kann ich Ihnen versichern, der Landessportbund Brandenburg wird, so wie auch schon in der Vergangenheit, erfolgreich unter Beweis gestellt, dabei dicht an Ihrer Seite stehen. Liebe Gäste, liebe Sportfreunde, Sportfreunde, lassen Sie mich noch eine persönliche Anmerkung machen. Diese Lappen hier, die haben mich an etwas erinnert, und zwar an die Skier meines Vaters. Ich habe meine persönlichen Wurzeln im Erzgebirge. Und mein Vater war Förster. Und wenn wir das Wild füttern gegangen sind im Winter, dann hat er diese Ski angeschnallt, die ich jetzt dem Begegnungsraum in Cottbus zur Verfügung gestellt habe, die dort diesen Raum ziehen. Ich selbst habe eine sehr enge Verbindung zum Wintersport. Ich bin nicht so erfolgreich wie Uli Willig oder wie Helmut Recknagel oder andere, aber wir waren die Basis. Ich war damals im Trainingszentrum in Wünschendorf im Erzgebirge und habe dort mich an der nordischen Kombination versucht. Und mein letzter großer Wettkampf war die Kreisspartakiade in Neuhausen. Da war ich 12 Jahre alt. Ich durfte dort auf einer 54-Meter-Schanze springen und habe es immerhin auf 35 Meter gebracht. Allerdings habe ich dann unten ein bisschen was schief gemacht und habe es etwas hingelegt, wie man so schön sagt. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, was ich anhatte. Und als vorhin der Kollege den Skianzug übergeben hat, musste ich daran denken, wie wir gesprungen sind, wie Helmut Recknagel gesprungen ist, wie Harry Glas gesprungen ist. Wir hatten eine Keilhose. Wenn wir Glück hatten, stammte der Stoff aus dem Westen. Die Mutter hat dann eine Keilhose daraus genäht. Und dann hatten wir einen Pullover an. Und wenn wir ganz großes Glück hatten, hatten wir eine Bommelmütze auf, die sah blau aus mit einem weißen Rand und einer weißen Bommel. Dann waren wir die Größten. Und so sind wir von den Schanzen gesprungen. Und meine Sprungski habe ich heute noch. Sie sind aus Holz und haben 6 Führungsrillen. So waren sie damals beschaffen. Und schwer, entschuldigt bitte, sind nur Erwachsene hier, schwer wie Sau. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Vielen Dank nochmal für alles das, was ihr habt.
vielen Dank, Wolfgang. Vor allen Dingen haben wir sehr, sehr gerne vernommen. Ihr werdet nach wie vor, so wie in der Vergangenheit, auch fest an unserer Seite stehen. Genau das können wir gebrauchen. Ich habe auch schon mit dem Georg Reichert, dem Geschäftsführer von Flüge.de, gesprochen. Herr Reichert, jetzt wäre die Gelegenheit, dass Sie uns auch noch ein bisschen was übergeben. Schreiben Sie bitte zum Start. Guten Abend, meine Damen und Herren. Als ich 2003 zum ersten Mal nach Bad Freienwalde gekommen bin, hat mich ja, natürlich der Günther Liedeke als Mitglied für den Verein akquiriert. Er hat natürlich nicht nur mich akquiriert, sondern er hat auch ein paar Ausrüstungsgegenstände akquiriert. Ich persönlich und meine Mitarbeiter sind stolz, dass wir diese 20-jährige Tradition aufrechterhalten haben. Günther, du bist derjenige, der das in Empfang nimmt. Er ist nicht recycelt, aber er ist neu und er ist hochqualitativ, das weißt du. Und wir wünschen den Spendern, die heute schon mehrfach erwähnt wurden, damit sehr viel, nicht nur Erfolg, sondern auch viel Spaß. Schluss. Dankeschön. Ich muss dazu sagen, der George Reichert hat in Vorbereitung dieser Veranstaltung uns schon zwei Marschierer kostenlos zur Verfügung gestellt. Und die haben wir den Max Unklaro und der Alvino Holz übertragen. Vielen Dank, Herr Reichert. Können wir sehr, sehr gut im täglichen Trainings- und Wettkampfbetrieb gebrauchen. So, und da wir schon mal dabei sind, hier mit Übergeben und so weiter und so fort, ich habe da noch was Leuten hören. Simona Kost, SPD-Bundestagsabgeordnete in unserem Wahlkreis, hat auch noch ein bisschen was in petto. Simona, jetzt deine Möglichkeit, das zu tun. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Geburtstagskinder, sind ja viele, liebe Geburtstagsgäste. Wenn ich darf, will ich doch noch ein bisschen ausholen. Und zwar, wer mich nicht kennt, ich bin aus dieser Region und habe immer gedacht, meine Güte, wie verrückt muss man denn sein, um in Bad Freienwalde Ski zu springen. So, das ist so. Und als ich jetzt dann diesen Wahlkreis hier übernommen habe, bin ich öfter noch nach Bad Freienwalde gekommen und dankenswerterweise durfte ich tatsächlich auch den Ort des Skispringens besuchen. Und die erste Frage war, kommst du mit hoch auf die Sprungschanze? Und zwar ganz nach oben. Da sind die Kleinen auch immer, die springen toll. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, ich nicht. Ich habe mir das angeguckt und bin ganz froh, wie tapfer die jungen Leute sind. Ich könnte es nicht, ist auch in Ordnung. Und wir haben uns dann auch angeguckt, mit welchem Enthusiasmus die jungen Menschen dabei sind. Mit welchem Enthusiasmus aber auch die Eltern, die Trainer und alle Ehrenamtler dabei sind, die das, was hier geschaffen wurde, auf den Weg gebracht haben. Und ich will die Gelegenheit nutzen, ich will gar nicht lange reden, weil ich glaube, zur Geschichte ist genug gesagt worden, zu der Außenwirkung ist genug gesagt worden, zu dem, was man tun wird in Zukunft, ist genug gesagt worden. Ich möchte heute ganz besonders denen, die im Hintergrund sind, mal danken. Vielleicht kann mal eine der Frauen, die da immer fleißig Kaffee kochen, die da immer Kuchen bereitstellen, mal hier nach vorn kommen. Für die habe ich nämlich auch. Ich habe mir gedacht,
Walle, die da immer stehen, sind so fleißig und sind immer so freundlich und so nett und machen alles. Und ich sage jetzt mal, Sportler duzen sich ja. Ihr habt es verdient. Setzt euch einfach mal zusammen. Das bringt ein Schlückchen und lasst es euch gut gehen. Vielen, vielen Dank. Und dann bitte ich noch mal den Trainer nach vorn für die jungen Menschen. Ja, Stefan, du bist gewählt. Ja, es ist ja schon viel überreicht worden. Ich kann jetzt keinen Anzug mitbringen, ich habe auch keine Ski. Aber ich dachte mir, es fehlt immer mal dieses und jenes, es muss repariert werden. Und deswegen haben wir einen kleinen Spendencheck mitgebracht. Und den möchte ich überreichen. Alles Gute. Okay. Kurzes Foto muss natürlich sein, alles klar. Ich wünsche natürlich allen noch einen schönen Abend und bedanke mich, dass ich hier stehen durfte. Gut, gern geschehen. Wir bedanken uns unsererseits bei der Bundestagsabgeordneten der SPD, Simona Kohr. So, und an einer Legende, wenn wir sie schon mal hier haben, kommen wir nicht vorbei. 1960, Squaw Valley, Olympiasieger im Spezialsprunglauf, da hat er so ein bisschen die Norweger Phalanx durcheinander gebracht. Und hier steht er, unser, bei Männern kann ich sagen, 85 ist der Mann. Schauen Sie sich an. Ja. Dr. Helmut Recknagel. Helmut, von dir einige Worte. Sehr verehrter Ministerpräsident, wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und Zeit dafür gehabt haben. Herr Präsident, Dieter Bosse, also als der Vorsitzende, ich begrüße dann den Zweiten und den Schatzmeister und dann den Bürgermeister, nicht zu vergessen, dann den ganzen Laden zusammenhält. Sport ist ja nicht nur ein, oder Sport ist ein, Sport ist nicht nur ein 1:0. Sport ist ein ganz wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Sport stärkt den Zusammenhalt unseres Gemeinwesens. Und Sport verbindet, wurde gesagt, hat mir sehr gefallen, und ist international. Und ohne die Anforderungen, müssen wir auch mal bedenken, in Forschung, Wissenschaft, Technik, Kultur, Kunst und Sport, wären wir nicht da, wo wir heute stehen. Und der Badengrund steht. Diese Sprunganlage ist vorbildlich und wir brauchen ja den Nachwuchs. Die Namen wurden erwähnt, die jetzt ja zur Vierschanzentournee nicht so unseren Wünschen entsprochen haben. Aber da gibt es Nachholbedarf und dieser nördliche, das nördliche Skizentrum besteht 100 Jahre. Welch ein Hammer, möchte ich mal sagen. 100 Jahre, diese Bombe ist eingeschlagen. Die Aufgaben und Ziele sind auch formuliert und wir müssen natürlich auch an die Ehrenamtlichen denken. Nicht nur die, die große Verantwortung haben. Ich möchte noch begrüßen unseren Präsidenten des Deutschen Skiverbandes, hätte ich ganz vergessen, und dann den Experten, der zuständig ist, Gerd Buchner, und natürlich der Präsident, Herr Steidler, ganz gut, dass Sie hier vorstellig geworden sind und auch für 100 Jahre Ihre gratulieren. Mir gefällt das. Danke, Helmut. Das war die Kurzfassung aus dem Lebenslauf einer Skilegende. Dr. Helmut Recknagel. So. Ich hatte ja schon gesagt, einen haben wir noch von unseren Rednern und bevor wir dann in unseren Auszeichnungszyklus einsteigen. Und ich bitte um das Wort unseren Bürgermeister Ralf Lehmann. Ralf, nicht ganz so lang. Das muss man jetzt auch einen kleinen Moment zacken lassen. Lieber Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke,
meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder des Wintersportvereins, liebe Freunde des Wintersports. Es ist, wie im Leben auch, so beim Bürgermeister, da gibt es Höhen und Tiefen. Ich glaube, es verwundert Sie jetzt nicht. Dieser heutige Abend zählt zu den Höhepunkten im Leben eines Bürgermeisters. Und dafür bin ich dankbar, dass ich hier heute teilnehmen kann, ein Grußwort sprechen kann, an der Festbroschüre mitwirken konnte mit einem Grußwort. Und wir haben es insbesondere in den Grußworten gehört von unserem Ministerpräsidenten, von dem Vertreter des Deutschen Skiverbandes, des Landessportbundes. Und ich glaube, diese Würdigung hat dieser Wintersportverein mehr als verdient. Dass so viel geballte Politprominenz, so viel geballte Sportprominenz, sehr viele Sponsoren und Unterstützer heute hier sind, ist keine Selbstverständlichkeit. Dafür hat der Wintersportverein mit all seinen Mitgliedern und Unterstützern sehr viel Arbeit geleistet. Und ich finde es außerordentlich gut, dass auch an alle heute wieder gedacht wurde. Simona Kost bis hin zu den Frauen im Hintergrund. Das wird ja oftmals gar nicht gesehen. Man nimmt gerne das Stück Kuchen mit und freut sich und schmeckt. Man braucht ja dann zu Hause nicht backen. Oder man freut sich über die Grillwurst, die echte Thüringer, die sich einen Namen gemacht hat hier im Brandenburgischen. Die Sponsoren lassen sich immer wieder sehen und das ist auch ganz wichtig. Und wer Günter Lüdecke kennengelernt hat, der wird ihn auch nicht wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob er so gerne fliegt, aber bei flügel.de hat er wohl richtig eingeschlagen. Wir wollten ja nicht zurückblicken, aber wenn ich mal selbst eine kurze Rückschau anstellen darf. In meiner 28-jährigen Amtszeit als Bürgermeister, wenn Sie wollen, ich bin also auch schon einer von früher, dann kommt das wirklich nicht so oft vor. Und ich hoffe, dass Sie hier das Bekenntnis, das Sie heute hier alle abgegeben haben, in den Grußworten, als auch durch Ihre Anwesenheit, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten fortsetzen werden. Die Stadt und der Wintersportverein hat es allemal verdient. Und ich weiß, dass natürlich der Bedarf an Unterstützung und Sponsorengeldern sehr, sehr hoch ist. Wir sehen hier eine Tafel hinter mir. Dort sind einige, nicht alle, abgebildet. Und ich hoffe, dass diejenigen auch weiter zur Stange halten. Wir wollen ein fairer Partner weiterhin sein für den Sportverein, aber auch für alle anderen Vereine in Bad Freienwalde. Wir haben, glaube ich, Herr Grundmann als Vorsitzender der Stadtforumversammlung, ist ja auch hier, glaube ich, über 80 Vereine in der Stadt Bad Freienwalde, natürlich auch Imkervereine und Angelvereine, die wollen wir uns gar nicht herabwürdigen. Die tragen alle zu einem aktiven Vereinsleben, zu einem guten gesellschaftlichen Miteinander in der Stadt Bad Freienwalde bei. Und Herr Grundmann, ich glaube, als Vorsitzender der Stadtforumversammlung und ich, wir beide werden die Begeisterung des heutigen Abends mitnehmen und hoffen, dass auch die Kommunalpolitik zukünftig weiterhin ein fairer Partner sein wird und Unterstützer für den Wintersport in Bad Freienwalde. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, vielen Dank Ralf Lehmann, unserem langjährigen Bürgermeister, für seine Worte. Und wir haben es ja aus der Rede von Dieter Bosse schon entnommen, hier, dass mit der Unterstützung der Behörden von vor 100 Jahren kam uns ziemlich bekannt vor, diese Aussage. Die ist heute natürlich so aktuell wie eh und je. Danke Ralf und weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Stadt und den entsprechenden Gremien. So, nach so viel Wortmeldung, wieder mal von euch, Musikschule, ein bisschen Musik zur Auflockerung des Ganzen und dann kommen wir zum Auszeichnungsmarathon, den wir aber gerne auf uns nehmen.
Musikschule und ich möchte Sie bitten, langsam wieder Platz zu nehmen. Ich bitte Dieter Bosse nach vorn. Bitte weiterhin nach vorn Dr. Franz Steinle, den Präsidenten unseres Deutschen Skiverbandes, der diese Auszeichnung dann bitte vornehmen wird. So, und ich sage euch dann noch, warum und wieso und weshalb Dieter das Ganze verliehen bekommt. Es geht nämlich um die Ehrennadel des Deutschen Skiverbandes, also der bundesweite Verband, wohlgemerkt, in Silber. Dieter Bosse ist Mitbegründer des Wintersportvereins 1923 Bad Freienwalde und seit Gründung erster Vorsitzender, das dürfte sich mittlerweile rumgeschwiegen haben. Er hat mit maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des Vereins zum Landesleistungszentrum Skisport Nordische Kombination in Brandenburg. Unter seiner Leitung entstanden in Bad Freienwalde vier moderne Sprungschanzen, die die Tradition des Wintersports in dieser Region wiederbelebt haben, nach einer etwas längeren Pause. Seiner aktiven ehrenamtlichen Arbeit ist es zu verdanken, dass sich die Trainingsbedingungen ständig verbessert haben und die jungen Skisportler heute zu den besten Nachwuchsspringern in Deutschland gehören. Kam schon verschiedene Male zum Zugehör heute. Er hat wesentlichen Anteil an der Zusammenarbeit des WSV mit vielen Skisportvereinen in Deutschland und in Polen. Er zeigt großes Engagement bei der Einwerbung von Sponsorengeldern und vertritt den Verein im Stadtparlament, ja auch nicht ganz unwichtig. Seit diesem Jahr ist er auch darüber hinaus noch als ehrenamtlicher Übungsleiter im Verein tätig. Und da würde ich jetzt ganz einfach mal sagen, Riesenapplaus und ein Beifall für Dieter Bosse und Dr. Franz Stein übergibt die Auszeichnung. Die Ehrennadel in Silber. Ich möchte die Laudatio jetzt nicht wiederholen, aber es ist mir ein ganz großes Anliegen, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, stellvertretend natürlich für alle Mitglieder des Skiclubs Bad Freienwalde. Ich sage immer so schön, ein deutscher Skiverband kann immer noch so erfolgreich sein wie die Nachwuchszentren, dass hier hervorragende Arbeit geleistet wird, hat Seppi Buchner, glaube ich, vorher sehr trefflich geschildert und deswegen stellvertretend für alle, aber insbesondere bedarf es natürlich auch der Führung und der Leitung, die Urkunde des Deutschen Skiverbandes, und ich darf den Wortlaut vorlesen, wird in Anerkennung der Verdienste um den Skisport die silberne Ehrennadel des Deutschen Skiverbandes verliehen. Deutscher Skiverband, ganz herzlichen Glückwunsch, Dieter. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an den Deutschen Skiverband für diese Ehrung, die ich natürlich im Namen des Wintersportvereins annehme für alle, die hier tätig sind. Dankeschön. Wir danken nochmal euch beiden. So, jetzt bitte ich nach vorn unseren Landestrainer Stefan Wiedmann. Er erhält aus den Händen von Robert Busch, der dann gleichzeitig auch bitte die Laudatio übernimmt, den Ehrenadler der Brandenburgischen Sportjugend des Landessportbundes. Achso, die Auszeichnung übernimmt, das habe ich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, Wolfgang Neubert, der Präsident des MSB, und Robert als Präsident des Landesskiverbandes Brandenburg verließ die Laudatio. Bitte schön. Ja, liebe Sportlerinnen, liebe Sportler und liebe Gäste mit dem Herz für den Sport. Ich glaube, damit habe ich alle heute begrüßt, die hier in dem Raum sind. Als Präsident des Landesverbandes Brandenburg und als Jugendsekretär der Brandenburgischen Sportjugend schlagen zwei Herzen heute in meiner Brust. Einmal die Auszeichnung, die wir gleich machen werden, aber auf der anderen Seite auch der Stolz, der Dank und die Wünsche. Dank geht an die 100 Jahre, an die Ehrenamtlichen, die dafür Sorge getragen haben, dass 100 Jahre Kinder hier Sport treiben können, sich bewegen, und wir haben es von Helmut Rettnagel gehört, sitzen ist nicht so gut, sondern bewegen müsst ihr euch, und dafür sage ich als Jugendsekretär der Sportjugend Danke für euer Engagement, dass ihr Kinder für Sport begeistern könnt. Stolz bin ich als Präsident des Landes Skiverbandes darauf, wenn wir mit den Präsidenten zusammensitzen bei der KDL in der übernächsten Woche oder auf der Mitgliederversammlung beim Deutschen Skiverband, und dann sitzen die Schwergewichte aus Bayern, Baden-Württemberg, in denen, wo die großen Verbände sind, und die sagen, naja, Olympiasieger und so weiter. Und dann guckst du nach Brandenburg
aber du kannst stolz sein, und zwar hier auf Bad Freienwalde, auf die Schanze, auf die Ehrenamtlichen, die hier unterwegs sind. Und dann waren wir in Thüringen gewesen und haben dann in Oberhof in Vorbereitung auf die WM, die in 14 Tagen sein wird, ein Heft gesehen, und zwar waren da die Leistungsträger von Oberhof drin, und da waren vier Namen, die hier aus Brandenburg kamen, aus Bad Freienwalde. Und das kleine Herz des Präsidenten war da richtig stolz gewesen, weil er die Namen kannte und wusste, dass die hierher kommen von Brandenburg und dass die in die weite Welt gehen und da dann die Sachen, die sie hier gelernt haben von ihrem Trainer, von Stefan, vergolden werden, in der Hoffnung, dass wir sie dann irgendwo bei den Vierschanzentourneen oder auf anderen großen Veranstaltungen sehen. Und das macht einen als Präsident von so einem ganz kleinen Landesskiverband richtig stolz. Und in jeder guten Rede müssen Dank, Stolz oder Hoffen und Wünschen sein. Und ich wünsche mir, und das haben wir gehört ja vom DSV, dass wir weiter so zusammenarbeiten, weil dieses Modell, was wir hier in Brandenburg haben, basiert auf einer gemeinsamen Finanzierung, und zwar unseres Landestrainers vom DSV und vom Landessportbund, dass wir da weiter dran arbeiten, weil er ist dafür verantwortlich, dass Kinder begeistert werden. Und wir haben ja heute viele Sachen, wo sich Kinder begeistern für lassen, von Handys und von irgendwie virtuellen Vorbildern und so weiter. Aber hier sind die Vorbilder real. Hier sind Menschen, die an der Schanze stehen, die ein Riesenherz haben, die Kuchen backen und sich freuen, wenn die Kinder hierher kommen, Skispringen und sich für was begeistern können. Und dafür möchte ich Danke sagen. Und deswegen bekommst du auch den Ehrenadler der Brandenburgischen Sportjugend. Das ist die höchste Auszeichnung der Brandenburgischen Sportjugend. Denn du bist 2019 Trainer des Jahres geworden. Das ist schon ein bisschen her. Wir wollten dich ja schon zweimal auszeichnen. Heute ist der dritte Versuch und ich bin froh, dass es heute klappt. Erste Mal auf dem Jugendtag 2021, Corona-bedingt hat es nicht funktioniert, da hattest du Corona. Dann auf dem Verbandstag im letzten November, da hat es auch nicht funktioniert, da war heute ein anderer Grund. Ich glaube, du musstest die Kinder betreuen und die Jugendlichen und warst im Süden von Deutschland unterwegs. Heute bin ich froh, dass wir dich auszeichnen, und zwar mit dem Ehrenadler der Brandenburgischen Sportjugend. Wir als größte Jugendorganisation im Land sagen Danke für dein herausragendes Engagement im Kinder- und Jugendsport. Und wir sind stolz, dass wir dich in unserer Sportfamilie haben. Herzlichen Dank. Als nächstes nach vorn bitten Ralf Lehmann, den Bürgermeister, ja, du bist gemeint, genau. Und Günter Gunzner, der ist schon vor. Die Auszeichnung mit der Ehrennadel des Landesskiverbandes Brandenburg in Gold erfolgt durch den Präsidenten des Landesskiverbandes, Robert Busch. Sei es mir gestattet, die Laudatio jeweils zu verlesen. Ralf Lehmann ist Mitglied des BSV 1923. Als Bürgermeister der Kurstadt Bad Freienwalde hat er wesentlichen Anteil an der Entwicklung der Stadt als nördlichstes Wintersportzentrum in Deutschland. Ohne die Unterstützung durch die Stadt und die Stadtverordnetenversammlung wäre die positive Entwicklung unseres Vereins nicht möglich. Nicht nur, dass die Schanzen des BSV als eine der modernsten Nachwuchssprunganlagen Deutschlands auf dem Gelände der Stadt stehen, bei allen Projekten, die die technischen Voraussetzungen für ein optimales Training in den letzten Jahren verbessert haben, hat die Stadt Bad Freienwalde den BSV nach Kräften unterstützt. Durch die Bereitstellung finanzieller Mittel durch die Stadt konnte der BSV auch in Kooperation mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter sowie dem VfBQ, für die, die es nicht wissen, das ist der Verein für Bildung, Beschäftigung und Qualifizierung, in der Vergangenheit und hoffentlich auch in der Zukunft technische Mitarbeiter beschäftigen. Herzlichen Dank, Ralf Lehmann. So, ohne ihn geht hier bei uns im BSV fast gar nichts. Günter Grützner ist seit 2003 Mitglied im BSV 1923 Bad Freienwalde und unterstützt den Verein bei der Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln sowie bei der Umsetzung von organisatorischen Aufgaben. 2008
auch schon eine ganze Weile, übernahm er die Öffentlichkeitsarbeit im Verein. Also ab und zu sieht man bei Nahots und Ähnlichem, wenn man auf unsere Internetseite geht, immer aktuelle Berichte vom Wettkampfgeschehen unseres Nachwuchses. Seine Filmaufnahmen vom Training und Wettkampf der jungen Skisportler vom WSV Freienwalde tragen dazu bei, den Verein in Deutschland und über die Grenzen hinaus bekannt zu machen. Auch erstellte er die Internetseite des Vereins und aktualisiert sie fortlaufend. Des Weiteren verwaltet er das Archiv des Sportvereins und aktualisiert es ständig. Darüber hinaus fährt er regelmäßig, die Betonung liegt auf eigene Kosten, zu den Wettkämpfen der jungen Skisportler des Vereins, um aktuelle Bilder und Berichte für die Homepage des Vereins zu erstellen. Darüber hinaus ist er auch noch Kasseprüfer im WSV 1923, das Ganze nämlich seit 2009 und seit 2022 Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Landesskiverband Brandenburg. Gibt es da noch was, was er noch machen könnte? Weiß nicht. Es geht nämlich um die Ehrennadel des Landesskiverbandes in Silber. Und zwar erhalten diese Ehrennadel Jens Schröter. Jens, komm. Gerd Wilutzki. Karl-Heinz Wendorf. Übrigens auch ein Mann der ersten Stunde. Hat jemand einen gewissen langen Gang gesehen? Weiß ich nicht, muss ich mal weg. Soll mich jedenfalls dazu stellen und solche Aufträge soll man ja ernst nehmen. Unterstützen die BSV 1923 zum Teil seit vielen Jahren ehrenamtlich und arbeiten auch hauptamtlich in unserem Verein. Jens kennen alle als Schanzenwart, der mit Unterstützung von Gerd ständig dafür sorgt, dass die technischen Voraussetzungen für das Training und die Wettkämpfe in der Sparkassen-Ski-Arena immer optimal sind. Beide stehen auch ehrenamtlich weit über ihre Arbeitszeit hinaus bereit, wenn es gilt, besondere Veranstaltungen vorzubereiten. Norbert und Jens sind darüber hinaus auch Übungsleiter. Karl-Heinz kennt alle als langjährigen Stadionsprecher des WSV, der immer auch für ein Liedchen zu haben ist. Er ist der Autor unserer Hymne und immer dann, wenn Karl-Heinz verhindert ist, wird er wunderbar durch Norbert Langanke, der jetzt moderiert, als Sprecher vertreten. Allen vielen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Landesskiverbandes in Bronze. Wir zeichnen damit aus Andrea Kurczynski, Astrid Bunak und Nico Rücklaube. Alle drei sind nicht nur Mitglied im WSV, sie unterstützen die Arbeit schon viele Jahre intensiv zum Teil, also zum Teil viele Jahre. Andrea war zudem jahrelang Vorstandsmitglied. Astrid ist zwar noch nicht so lange dabei, aber sie hilft immer, wo sie kann und stellt zum Beispiel ihren Bus für die Fahrt zu Wettkämpfen zur Verfügung. Rico ist Elternvertreter im Vorstand und engagiert sich zum Beispiel als Videoweitenmesser beim Nordcup. Außerdem sorgt er seit Jahren dafür, dass unsere Sportler einheitliche Trainingskleidung tragen können. Herzlichen Glückwunsch euch beiden.
vergessen. Und zwar haben wir auch ein Geschenk mitgebracht als Landesverband. Und ich bitte mal die Jugendlichen, die hier sind, hinten im Tisch in der Mitte, kommt doch einfach mal nach vorne, ihr drei oder vier. Ihr seid der Nachwuchs von morgen. Wir haben ja eben schon gehört, wenn ihr fleißig seid, wenn ihr trainiert, wenn ihr euch bewegt und Sport treibt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, Medaillensieger und Olympiasieger zu werden, weil das ist der Traum eines jeden Sportlers, einmal bei Olympia dabei zu sein. Und dafür braucht ihr natürlich auch die richtigen Bretter. Und deswegen bekommt ihr vom Landesskiverband Brandenburg ein Skiset. Sicherlich zu groß für euch, aber wenn ihr noch ein bisschen wachst, werdet ihr damit auch springen können. Bitte haltet es mal in die Mitte. Vielen Dank, Robert. Genau, die Betonung liegt auf Reinwachsen in diese Skigrößen, denn das werdet ihr irgendwann mal. Und habt dann sicherlich schon einige Wettkampfmeriten mehr gesammelt, deutschlandweit, zumindest brandenburgweit. Okay, schönes Fotomotiv, ne? Dann 6 hoffnungsvolle Springerinnen und Springer mit ein paar Sprungski vor der Brust. Ja, das ist doch was. Danke, danke, Robert. So. Da gerade vom Nachwuchs die Rede ist, unsere hoffnungsvollsten Talente, die haben heute namentlich auch schon in diversen Reden eine Rolle gespielt, sind heute leider wettkampfbedingt verhindert. Das sind nämlich Max Unglaube, Moritz Theray und Albine Holz. Stattdessen bitten wir Elternvertreter von diesen drei Kindern nach vorn. Und sie werden mit der Ehrennadel des Kreissportbundes Märkisch-Oderland in Bronze ausgezeichnet. Und zur Übergabe bitte ich Frau Christi Augustin, stellvertretende Vorsitzende des Kreissportbundes, und Dieter Schäfer, der Ehrenvorsitzende, langjährige Geschäftsführer und Vorsitzende des Kreissportbundes Märkisch-Oderland. Heute der Ehrenvorsitzende, der Ehrenpräsident, oder wie schimpfst du dich? Und Simona Kost als Mitglied im Vorstand des Kreissportbundes Märkisch-Oderland. Ja, bitteschön. Feuer frei. So, ich starte mal mit den Ladies. Der Vorstand zeichnet Sportfreundin Albine Holz mit der Ehrennadel in Bronze aus. Sportfreundin Albine Holz vertritt seit Beginn ihrer Mitgliedschaft im Wintersportverein Bad Freienwalde diesen durch hervorragende sportliche Leistung bei nationalen und internationalen Wettkämpfen im Spezialsprunglauf. Sie gehört zu den besten deutschen Nachwuchssportlerinnen in der jeweiligen Altersklasse. Sie trainiert inzwischen an der Elite-Schule des Sports in Oberhof, startet aber weiter für den BSV 1923 und ist ein Vorbild für junge Sportlerinnen und Sportler in Märkisch-Oderland. Herzlichen Glückwunsch. Der Vorstand zeichnet Sportfreund Moritz Theray mit der Ehrennadel in Bronze aus. Moritz Theray vertritt den Wintersportverein Bad Freienwalde von Beginn an erfolgreich mit seinen sportlichen Leistungen bei nationalen und internationalen Wettkämpfen in der nordischen Kombination. Er gehört zu den besten deutschen Nachwuchssportlern in der jeweiligen Altersklasse und ist ein Teil des Leistungskaders des DSV. Er trainiert inzwischen an der Eliteschule des Sports in Oberhof, aber startet weiterhin für den BSV 1923 und sorgt so für Erfolge der Region Märkisch-Oderland. Wir sind alle stolz auf dich. Der Vorstand zeichnet Sportfreund Max Unglaube mit der Ehrennadel in Bronze aus. Max Unglaube gehört zu den erfolgreichen Sportlern des Wintersportvereins 1923 Bad Freienwalde. Mit seinen Erfolgen bei nationalen und internationalen Wettkämpfen im Spezialsprunglauf macht er immer wieder auf sich aufmerksam. Er war zuletzt 4-mal bester deutscher Nachwuchsspringer in der jeweiligen Altersklasse und ist seit 3 Jahren Mitglied des Leistungskaders des DSV. Max trainiert im Leistungszentrum Oberstdorf, startet aber weiter für den BSV 1923 und sorgt so für eine spektakuläre Sportvertretung unseres Landkreises. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch. Dem schließen wir uns an. Ich hätte keine bessere Leute dazu halten können. Tja, liebe Mütter, dann schöne Grüße nach Hause. Und euch drei, danke für die Überreichung der Auszeichnungen.
kurze Pause nicht, eine musikalische Umrahmung des Ganzen durch unser Trio von der Kreismusikschule. Als nächstes bitte ich die Vertreter von Politik, Wirtschaft und Sport nach vorne, die immer an uns geglaubt haben und ohne deren Unterstützung wir mit Sicherheit nicht da wären, wo wir heute den Entwicklungsstand beim BSV verzeichnen können. Als erstes Herrn Dr. Wojtke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg, den Präsidenten des TSV, Dr. Franz Steinle, den sportlichen Leiter Skisport Nordische Kombination des TSV, Sepp Buchner, weiterhin den Präsidenten des LSB Brandenburg, Wolfgang Neubert, den geschäftsführenden Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Ludger Westkamp, den Präsidenten des Landesskiverbandes Brandenburg, Robert Busch, die Geschäftsführerin desselben, Dagmar Deutschmann, und unseren Bürgermeister von Bad Freienwalde, Ralf Lehmann. Also Ralf, du darfst nochmal nach vorne. Ja, du kriegst auch eine Ehrenmedaille. So, ich muss mal noch ein bisschen schauen, ob alle Fotos geschossen sind, denn so kriegen wir sie nie wieder hier nebeneinander, die Protagonisten des Sports, des Landes Brandenburg und darüber hinaus. Vielen Dank und danke für die Unterstützung, verbunden mit weiteren besten Wünschen für die Zukunft, dass wir weiter so erfolgreich zusammenarbeiten wie bisher. Dankeschön. So, weiter geht's. Ich bitte in dem Fall nach vorne. Uli, dreimaliger Olympiasieger in der Nordischen Kombination, Uli Wehling, bitte nach vorn. Dann bitte ich nach vorn Andreas Langer, Marc-André Krüger, Georg Reichert, Rudi Tenner, Olaf Schröder, Dr. Irmgard Roth, Violetta Bayer und Ernst Wolfgang Schulz. Diese Auszeichnung wird vorgenommen von den Mitgliedern des Vorstandes Nicola Lieber und Christian Knuth. Thank you.
Text. Ich bitte nach vorn Krzysztof Karolak, den Vertreter des polnischen Skiverbandes. Es ist ja schon angeklungen, teilweise auch in der Ansprache vom Krzysztof, dass einige Hochkaräter vom polnischen Skiverband heute verhindert sind. Sie haben dienstliche Aufgaben zu erfüllen im Nachwuchsskisport in Zakopane. Sonst wäre Adam Małysz, Jarosław Konior und Apollonius Steiner heute Abend auch Gast gewesen. Aber durch diese wettermäßigen Kapriolen ist es Ihnen leider nicht möglich, heute nach Bad Freienwalde zu kommen. So, und Krzysztof bekommt stellvertretend, natürlich nicht nur stellvertretend, sondern auch ganz besonders durch deine persönlichen, durch dein Engagement, dass du in unsere deutsch-polnische Zusammenarbeit schon seit 22 Jahren auch selbst legst, unsere Ehrenmedaille des BSV 1923. Herzlichen Glückwunsch. Achso, Günter Lüdecke. Günter, du übernimmst bitte die Ehrung. Hatte ich noch vergessen zu sagen, entschuldige bitte. So, und während Günter den Krzysztof ehrt, sei noch hinzugefügt, wir hätten heute auch gerne Dariusz Jaworski begrüßt. Das ist der Bürgermeister unserer polnischen Partnerstadt, Wiednica. Er hatte sich kurzfristig leider krankheitsbedingt abmelden müssen. Und es sei für die Allgemeinheit noch die Information, die meisten werden es wissen, aber für die, die es nicht wissen, wir haben mit der Gemeinde Wiednica eine enge Kooperation, auch schon einige Jahre. Polnische Grundschüler dieser Stadt, die trainieren teilweise in der Regel objektbezogen, projektbezogen, da gibt es dann bestimmte Projekte, die dann ins Leben gerufen werden und sie kommen dann zu uns und nehmen dann an bestimmten Trainingseinheiten und auch Wettkämpfen. Dann geht es weiter. Ich bitte nach vorne die Sportlerinnen und Sportler, die an Eliteschulen des Sports delegiert wurden und heute anwesend sind. Unser Stefan Wiedmann war das nämlich auch mal in Oberhof. Heute trainiert er selber den Nachwuchs. Und Stefan, in deiner alten Funktion als Kader unseres WSV nach Oberhof, da kriegst du heute deine Auszeichnung und ich bitte weiterhin nach vorne Elisa Gronau, die auch anwesend ist, hast du schon gesehen, genau. Das sind sozusagen die Nachwuchssportlerinnen und Sportler der ersten Stunde, wenn man so will. Dazu gehören im Übrigen auch, das sei der Vollständigkeit halber noch hinzugefügt, Alexander Ruf, Georg Heißler, Leonie Kindel, Roland Krüger und Sören Mantai aus vergangenen Jahren. Und von unseren derzeit aktiven, das ist ja vorhin auch nochmal deutlich geworden, Alvino Holz, Max Unglaube und Moritz Thierry können heute wegen Wettkampfverpflichtung nicht dabei sein. Deswegen haben wir auch die Eltern, die Mütter, stellvertretend die Auszeichnung entgegengenommen. Also, Stefan, Elisa, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. So, dann bitten wir weiter. Achso, Stefan, du sitzt schon wieder. Kannst du eigentlich gleich vorn bleiben? Genau. Ich bitte nach vorn. Wir übergeben unseren besten Nachwuchsathleten eine Medaille und zwar Mila Twarok, Udo Quasdorf, Anja Ross, Leon Latipov und Minna und Carla Anklam. Euch bitten wir nach vorn. Und wir werden Zeit und Möglichkeiten finden, die heute nicht anwesenden Florian Fechner und Otto Mahnke ebenfalls mit dieser Medaille zu beehren, zu einem späteren Zeitpunkt, wo ebenfalls Öffentlichkeit hergestellt ist, beispielsweise bei einem Nachwuchswettkampf bei uns auf unseren Schanzen. So, weiter geht's im Text. Wir haben natürlich, wie es sich für einen vernünftig arbeitenden Verein gehört, aktuelle Vorstandsmitglieder, Kasseprüfer und so weiter, aber auch ehemalige. Und sie haben natürlich ebenfalls einen großen Anteil an unserer erfolgreichen Arbeit, die wir hiermit würdigen wollen. Deswegen bitte ich jetzt nach vorn Ingo Wiedmann, Christian Knut, Rico Unglaube, Jens Schröter, Günther Grützner, Dr. Gunther Frenzel, Thomas Mill, Uli Götze, Uwe Lieber, Andrea Kurczynski. Ja, und hier steht, ich soll mich mit dazustellen, sollte man ja machen, wenn man so schon aufgefordert wird. Okay. So, übrigens die Auszeichnung, also diese Auszeichnung nehmen vor die Mitglieder des Ältestenrates, auch sowas haben wir bei uns,
Friedhelm Stachowiak und Burkhard Irrgang. Thank you.
Appetit und noch angeregte und angenehme Gespräche im Laufe des Abends.